Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin neu bei YouTube und tut mir leid, wenn noch nicht alles so okay ist. Wir backen heute einen Zitronen-Obst-Sahne-Kuchen und ich bringe euch das bei und dann könnt ihr es nachbacken. Ich sag euch mal erstmal die Zutaten. Ihr braucht Backmischung Zitronenkuchen, dann einmal Sprühsahne. Dann Obst, ich habe jetzt Kiwi, Bananen, Mandarine, Erdbeeren. Ja, und dann natürlich, was ihr noch hinzufügen müsst für die Backmischung, Milch, 3 Eier, 150 Gramm Margarine und dann noch 2 Esslöffel warmes Wasser für die Glasur. Hier haben wir einen Schüssel und Löffel für die Glasur. Hier haben wir eine Waage, dann braucht ihr ein Handrührgerät. Mit diesen Aufsätzen. Ja. Und man benutzt eigentlich eine Kasselform, aber wir benutzen eine runde. Ich habe hier eine Silikonform. So, dann fangen wir mal an. Erstmal nehmen wir unsere Rührschüssel und öffnen jetzt die Kasse. Hier haben wir die Backmischung. Und riecht aber schon lecker nach Zitronen. So. Jetzt brauchen wir 3 Eier. Dieses hier. So, Ei Nummer 1. Nummer 2. Jetzt holen wir 80 ml Milch. Hier habe ich einen Messbecher. Stehen sogar 80 ml drauf und das sind jetzt 80 ml Milch. Das sind 80 ml. Jetzt noch 150 Gramm Butter. Butter. Das ist egal, ob ihr Butter oder Margarine nehmt. Ich benutze jetzt in diesem Fall Margarine. Jetzt habe ich ein Messer vergessen. Hier habe ich das Messer. 150 Gramm. Ich hoffe, die Butter reicht. Wir sind erstmal bei den 93 Gramm und 820. Oh, die sind zu viel. 155. Die sind zu viel. Bin ich bei 151 Gramm, aber dieser 1 Gramm macht eigentlich, bleibt ja immer was über in der Waage, also. Ja. Wo ist
ist der Deckel. Da. Ich melde mich wieder, sobald gemixt wurde. Er ist ein bisschen zu fest, bisschen Milch noch reinkommt. So, der Teig ist fertig, so sieht er bei mir aus. So, jetzt nehmen wir uns das vor. Wenn das steht Kastenform, keine Kastenform nehmen, dann klappt das nicht, was wir gleich vorhaben. Butter, so jetzt die Silikonform damit einschmieren. Jetzt habe ich hier so einen Schaber. Ups, den wische ich gleich auf. Und jetzt tun wir erstmal den Backofen auf 200 Grad machen. Ja, zum Aufwärmen. Ich back diesen Kuchen jetzt zum allerersten Mal. Ich weiß also nicht, ob er was wird. Schön glatt streichen und schön gleichmäßig verteilen. So Leute, der Kuchen ist drin und ich melde mich wieder, wenn der Kuchen draußen ist.
So, meine Lieben, der Kuchen ist fertig. Hier ist der fertige Kuchen. Und er schmeckt. Ihr habt ein Brotmesser, das brauche ich jetzt. Jetzt schneiden wir vom Rand hier. Jetzt habe ich dann am Rand geschnitten. So, jetzt müssen wir den Teller da drauf tun und das dann drehen. Eins, zwei. Wenn wir Glück haben, ist er nicht kaputt, wenn der Pisschen ist kaputt. Und er ist ganz. Oh mein Gott, so sieht er von unten aus. Oh mein Gott, er ist ganz. Ich muss noch einen anderen Teller, weil wir proben müssen dafür. Oh, shit, jetzt ist der Kuchen kaputt gegangen. Aber das ist kein Problem. Jetzt müssen wir den Kuchen in der Mitte durchschneiden. Etwa so. Oh, shit. Ich habe ein bisschen Angst, dass der kaputt geht, weil ich mit Zitronenkuchen habe ich nicht so gute Erfahrung. Und da geht er auch schon kaputt. Mann, 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 Mann. Ah. So, und ich habe ihn auseinander. Das ist gut. Jetzt habe ich hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die beiden Hälften. Der oberste kommt jetzt erstmal zur Seite. Wir wollen jetzt erstmal die unterste. Hier haben wir Sprühsahne. Und wir sprühen jetzt den ganzen, oh shit, hab daneben gesprüht. Wir sprühen jetzt hier den ganzen Boden frei. Dass schön der Boden hier bedeckt ist. Die Hände gewaschen, ich könnte das mit den Händen ein bisschen ordentlich machen. Aber nur erst Hände waschen vorher, ne? Genau, ein bisschen. Jetzt ist der Deckel jetzt hier voller Sahne? Viel Sahne, wie ihr hier seht. Und jetzt schmücken wir das ein bisschen mit Obst. Hier sind Erdbeeren. So, tut mir leid, irgendwo die Kamera ist ausgegangen. Ich weiß nicht warum. Also so sieht jetzt mein fertiger Kuchen aus. Oh, jetzt ist hier runtergefallen. Jetzt kommt der schwerste Teil. Das muss da drauf. Erstmal sprühen noch ein bisschen Sahne jetzt auf das Obst. Jetzt kommt der schwerste Teil, das oberste Stück der Kopf. Wow, und ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Leute. Ich hab's ehrlich geschafft. Jetzt tue ich hier noch in den Öffnungen ein bisschen Sahne. Ja.
Balkon ist bei mir kaputt gegangen. Heute aber kein Problem. Jetzt machen wir die Klausur. Dann kommen dann noch Streusel. Machen wir die Klausur. Ne? So. Ich schon mal kurz eine Schere. Ich hoffe nicht, dass die Kamera wieder ausgeht. So. Oh, viel. So. Wir müssen da 2 Esslöffel Wasser rein. Warmes Wasser. Ich bin wieder da, ich habe da jetzt etwas mehr reingetan. So. Kein Wasser hier verschwenden. Immer, weil noch so fest ist. So sieht die fertige Glasur aus. Die schütten wir jetzt einfach hier drauf und verteilen wir mit einem Löffel. Mit einem Löffel verteilen wir schön. Jetzt habe ich hier so ein paar Streuselartikel und die streuße ich schön darüber. Ich mache das so wie bei den Dingen. Immer eine. Oh, das war ein bisschen viele, aber egal. So. Wenn ihr fertig seid, Leute, so sieht der fertige Kuchen bei mir aus. Hier ist einfach die Zitronenglasur runtergelaufen. Leute, zieht euch rein, wie das hier aussieht. Aber er muss jetzt in den Kühlschrank etwa so für 20 Minuten, sobald die Glasur getrocknet ist. Und dann könnt ihr den essen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und abonniert mich, lasst einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao, ciao.